Hier kommt Trax, macht nicht lange Schnicksi Schnacks. Trax der Rapper, Hasenscharf wie Pepper. Hey! Ja, da schaust du, Trax. Ich kann auch rappen, so wie du. Naja, wir sind zurück nach der Osterpause, wobei die Osterpause ja durch drei wunderbare Trax Osterspecials gut ausgefüllt war und euch hoffentlich Spaß gemacht hat. Aber jetzt geht's wieder richtig mit Lernen weiter und da beginnen wir heute gleich mit Mathematik. Ja, Mathematik aus der Vogelperspektive, das heißt von oben, gibt's heute und das wird's jetzt auch öfter geben, weil wenn ich dir im Buch etwas direkt zeigen möchte, ist das an der Tafel relativ schwer. Wir nehmen uns jetzt mal die Buchseite 92 im Traxbuch B. Leg sie mal vor dir hin und du brauchst jetzt auch Münzen. Wenn du keine Münzen zu Hause haben solltest für diese Aufgabe, dann mach dir einfach selber welche. Die Aufgabe heißt bei Nummer 1, lege mit möglichst wenig Münzen folgende Geldbeträge. Die stehen in dieser Tabelle links. Möglichst wenig bedeutet, was für eine Münze passt in 11 Cent, die größte, welche passt hinein? Passen 20 Cent in 11 Cent? Nein. Also nehmen wir zunächst einmal einen Zehner und legen diesen Zehner auf. Jetzt will ich aber 11. Was muss ich dazulegen? Warte mal, ich höre da gerade in euren Wohnzimmern ein Stimmengewirr. Ja, ihr habt eins gesagt. Einen Cent. Das heißt, ich brauche ein 10-Cent-Stück und ein 1-Cent-Stück. Wie sieht das jetzt bei 12 Cent aus? Bei 12 Cent brauche ich einen Zehner und möglichst wenig Münzen. Darf ich da dann zwei Einser hinlegen? Super, da hat ein Kind rausgerufen, aber das macht heute nichts. Einen Zweier dazu. Das heißt, ich brauche ein 10-Cent-Stück und ein 2-Cent-Stück. Für 13 Cent hat das Buch dir das schon vorgezeigt. Ein 10-Cent, ein 2-Cent, ein 1-Cent-Stück. Für 14 Cent schauen wir uns die Geschichte mal an. Natürlich wieder ein Zehner. Und wie schaffe ich 4 Cent mit möglichst wenig Münzen? 2 mal 2, ja, das sind jetzt 14. Das heißt, du machst hier das Strichel für die 10 Cent und 2 Stricheln für die 2 mal 2 Cent. Ich glaube, den Rest der Aufgabe schaffst du jetzt selber. Bei der Nummer 2 kannst du jetzt überlegen, welche Münzen können da liegen. Aber wichtig, gesamt sollen es 3 Cent sein. 3 Münzen und 3 Cent. Hier liegt schon mal 1 Cent. Was werden wir noch dazulegen? Hat es einen Sinn, 2 Cent dazuzulegen? Das wären nämlich dann schon 3. Also musst du in diesem Falle 3 mal 1 Cent legen. Und das sollst du natürlich dann im Buch auch eintragen. Wir wollen jetzt hier 6 Cent mit 3 Münzen legen. Wie schaffen wir das? Hat das Sinn mit 5 plus 1? Das wären nur 2 Münzen. Also müssen wir nehmen 3 mal 2. Das heißt, du trägst hier ein 2 Cent, 2 Cent, 2 Cent. Hast du es verstanden? Kombinieren hast du ja in den Osterferien schon ganz fleißig bei unseren Mathe-Tricks mit Trax geübt. Und da kommt jetzt auch gleich die Auflösung der letzten Knobelaufgabe in den Osterferien. So Trax, dann wollen wir die Kinder mal nicht mehr auf die Folter spannen. Die warten ja bestimmt schon seit der dritten Ostershow auf die Auflösung dieses Rätsels, wenn sie es nicht eh schon selber geschafft haben. Ja, ja, Richard. Und ich wette, du schaffst es nicht in 5 Zügen.
Trax, ich halte dagegen. Schau mal genau hin. Zug Nummer 1, ich schiebe die 2 da hinüber. Zug Nummer 2, ich lege die 2 hierher. Zug Nummer 3, ich schließe diese 2 hier an. Und Zug Nummer 4, und ich bin fertig. Wow! Richard, du bist ja wirklich ein Mathematiker! Ja, und nachdem wir heute mit Mathematik aus der Vogelperspektive... Vogel, was? Vogelperspektive, das habe ich doch eh schon erklärt, Trax. Das heißt, wenn man so wie du oben fliegt und alles von oben sieht. Du meinst so? Richtig, Trax. Aber lesen mache ich denn doch direkt aus dem Buch und die Kinder nehmen sich ihr Lesebuch Teil B wieder zur Hand, wenn es nicht eh schon da liegt, schlagen die Seite 87 auf, das ist diese hier mit dem Pino zu sehen. Und du bist bereit, ich auch, Trax auch, zum Zuhören. Frühling. Der Frühling beginnt Ende März. Die Amseln begrüßen den Frühling mit Gesang. Ich auch! Hey Trax, du sollst nicht immer zwischenreden. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nein, diesmal haben die Kinder gemerkt, wo wir sind. Der nächste Satz ist in der dritten Zeile. Die Sonne kommt wieder oft hervor. Draußen wird es langsam warm. Die Blumen blühen wieder. Bienen fliegen in der Luft herum. Trax auch! Mensch, Trax, das stört. Also Kinder, ihr wisst noch, wo wir waren. Es ist die sechste Zeile. Bienen fliegen in der Luft herum. Die Kinder vergnügen sich draußen. Diesmal nicht. Sie fahren mit dem Roller oder mit dem Fahrrad. Andere lesen im Park ein Buch. Einige bekommen im Frühling eine Allergie. Ihre Nasen rinnen, sie haben Kopfweh, ihre Augen brennen und sie sind müde. Die Übung ist eine Bauchmuskelübung, die dann ein bisschen erschwert wird mit einem Ball. Als erster, der steht, zählt. Eins, Beine hinauf und wieder hinuntergeben. Wenn möglich, den Boden nicht berühren. Zwei und wieder runter. Lass die Beine ganz gestreckt. Drei, vier, fünf, sechs. Beim nächsten Mal nimmst du einen Ball. Probierst den Ball festzuhalten, eins, und mit dem Ball hinuntergehen und wieder hinauf, zwei, drei, okay, gut, warte kurz, stopp, ich nehme den anderen. Wie man sieht, geht diese Übung mit verschiedenen Bällen oder Gegenständen. Zwei. Man könnte es wahrscheinlich auch mit den Plüschtieren machen. Drei. Schade, dass Trax nicht mit ist. Ach ja, das wäre dann wieder ein fürchterliches Erlebnis für ihn. Okay. Gut. Kräftigungsübung, das nennt man auch Rudern. Zuerst nur mit den Beinen. Durchstrecken die Beine und wieder abwinken. Durchstrecken und abwinken. Durchstrecken und abwinken. Wenn das gut geht, gibst du die Arme nach vorne und ziehst wie ein Ruder die Arme nach hinten und streckst da die Beine durch und wieder abwinken. Versuche, dass du die Beine über den Boden hältst und dass du mit dem Rücken nicht den Boden berührst. Mach das, wenn möglich, 10 Mal. Nach 10 Mal eine kurze Pause.
Bei dieser Übung brauchst du wieder ein Familienmitglied dazu. Du siehst schon, hier heißt es ordentlich Bauchmuskeln anspannen und die Füße sollen sich in der Mitte nicht bewegen. So, jetzt gemeinsam, Füße übereinander und kreisen. Noch schwieriger wird es, wenn beide die gleiche Bewegung machen sollen, mit Sohle an Sohle. Da sind die Kreise dann natürlich kleiner. Du stellst dich in einer Schrittposition auf, dann schwingst du das hintere Bein nach vorne, stellst das wieder hinten ab, dann steigst du mit dem Vorderbein zurück, anderen Bein nach vorne. Dasselbe noch einmal. Bein heben, hinten absetzen, zurücksteigen, nach vorne steigen. Wenn das gut geht, versuch es schneller zu machen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann versuch das Bein weiter hinaufzugeben. Und wenn dann das gut klappt, versuch es 10-mal ohne Pause mit Wechsel. Am ersten Schultag nach den Osterferien gehen wir es mal gemütlich an, was den Sachunterricht betrifft. Und ich stehe hier vor unserem Klassenkalender, der natürlich mittlerweile im April angelangt ist. Und da habe ich ganz viele Tiere drauf. Und jetzt bin ich einfach mal neugierig, wie viele von diesen Tieren du erkennst. Beginnen wir hier oben. Das sind Elefanten, und zwar sogar eine Elefantenfamilie mit einem Babyelefanten. Ja, was sind jetzt das für Tiere? Da wird es schwieriger. Das sind nämlich Erdmännchen. Du kannst sie im Zoo Schönbrunn beobachten. Dieses Tier ist ein Affe, aber ein ganz besonderer. Man nennt ihn Gorilla. Und es ist einer aus der Familie der Menschenaffen, die mit uns ziemlich nahe verwandt sind. Was haben wir denn hier? Eine Ente. Ein Männchen oder ein Weibchen? Richtig, es ist ein Männchen, das merkt man an den bunten Federn oben am Kopf. Denn im Frühling, wenn die Enten versuchen, ein Entenweibchen zu finden, werden die Männchen immer ganz hübsch. Was ist das? Ganz richtig, eine Robbe. Wir hatten das Thema ja schon. Das hier sind, ja, ich habe das Wort Papagei gehört, es sind eher so Sittiche. Dieses hier, ha, hier sitzt der Trax, habt ihr ihn gesehen? Aber das Tier daneben ist das eine Ziege? Schaut so aus, oder? Es ist ein Mähnenschaf. Mähne deswegen, weil es hier diese lange Haare hat. Hier haben wir eine Robbe, und zwar eine junge Robbe. Das kennen wir. Richtig, Kinder, eine Eule, aber sogar die weiße ist eine Schneeeule. Die kommt übrigens in den Harry Potter Büchern und Filmen vor. Hier haben wir einen Brumm, brumm, genau, einen Bären, genauer gesagt einen Kragenbären. Hier haben wir nochmal eine Schneeeule, ja, soll vorkommen. Das hier ist hier, richtig, das ist eher nur ein bisschen größer, ein junger Elefant. Hier dieses Tier, das man nicht ganz gut erkennt vielleicht, ist ein Gepard, das schnellste Landtier auf der Erde, das am schnellsten laufen kann. Und hier haben wir einen, ja, das könnte der Pino sein, aus dem Deutschbuch, es ist ein Pinguin. Und jetzt eine kleine Denkaufgabe. Wie viele dieser Tiere sind Vögel? Du weißt schon, Vögel können fliegen und haben Federn und sie
So wie die Hühner legen Eier. Ganz richtig. Also, wo hast du Vögel entdeckt? Du sagst Stopp, wenn ich kreise. Stopp! Gut gesagt. Das sind Vögel. Ich kreise weiter. Stopp! Jawohl. Du magst das sehr gut. Auf dieser Seite sonst noch Vögel? Nein, aber hier gibt's noch welche. Schauen wir mal. Stopp! Pinguin, ein Vogel? Der kann ja gar nicht fliegen. Hm? Nicht alle Vögel können fliegen. Pinguine zum Beispiel nicht. Stopp! Jawohl, die Schneeeule. Stopp! Ist natürlich auch ein Vogel. Und was sind jetzt die anderen Tiere? Elefant, Gepard, Bär, Mähnenrobbe. Elefant, nochmal. Erdmännchen, Gorilla, Mähnenschaf. Was sind das für Tiere? Legen die auch Eier? Ich habe noch nie einen Elefanten aus dem Ei schlüpfen sehen. Hallo! Das könnte ja fast vom Drack sein, diese Antwort. Die legen alle keine Eier. Da kommen überall die Babys lebendig aus dem Bauch der Mutter. Und dann werden sie von der Mutter gesäugt und bekommen Milch von der Mutter. So wie du vielleicht das ganz kleine Baby auch bei der Mama getrunken hast. Deswegen nennt man sie Säugetiere. Und das war auch schon unser heutiger Sachunterricht.
Ja, die erste Ausgabe der Drax-Show nach den Osterferien ist vorbei. Es war schon die insgesamt 7. Drax-Show plus 3 Osterspecials. Du siehst, da kommt schon was zusammen. Jawohl! Und wir hoffen natürlich, dass dir das Lernen mit unserer Unterstützung ein bisschen leichter von der Hand geht, als es vielleicht ohne gewesen wäre. Bitte, ganz wichtig, lies viel und lies deinen Eltern immer wieder laut vor. Sowohl die Geschichten aus dem Leselehrgang, als auch wenn du ein anderes Buch liest. Laut lesen ist ganz wichtig. Und schickt uns bitte Fotos und Videos. Richtig, Drax, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber unsere Kinder und ihre Eltern schicken uns sowieso ganz tolle Videos und Fotos immer wieder, die wir natürlich hier gerne zeigen wollen. Und mit Stolz fleißige 1B-Kinder bei der Arbeit. Hallo, ich bin Hanna Elisabeth. Im Winter will er draußen Eis laufen und den heißen Tee trinken. Punkt.